Mumka haben wir erledigt und nun wollen wir weiter in diese Festung. Die Festung Galahad. Wir sind bereits eingedrungen. Jetzt heißt es, ab ins Zentrum mit uns. Wir müssen irgendwie Fiora finden. Wir hatten schon eine verheißungsvolle Vision. Hoffen wir, dass wir das Schlimmste verhindern können, wie so oft. Das gute alte Wunschdenken in Bezug auf Shulks Visionen. Oh, wir können auch direkt rein schon. Sehr gut. Where are we? Looks like the control room for an ether blast furnace. There, look at that. Hmm. So this is what supplies the Mechon with ether energy. Shulk, what's that? Oh, looks like fun! Ricky, want to ride? We didn't come here to mess about, Furball. Time to bounce on. Hold on. If we can stop that piston, we might be able to shut down the blast furnace. Nice idea. Cut off the Mechon's ether supply. Ricky, say we try! Yeah, but how are we supposed to stop something that massive? If we can stop the turbines driving the piston, it should work. And the turbines should be nearby. Right, let's search for them. Klingt auf jeden Fall nach etwas, das man mal ausprobieren sollte. Und ich meine die Energieversorgung kappen. Count me in, das klingt nach einer sehr sinnvollen Idee. Oha, kriegen wir einfach viele Punkte, WTF. Du hast gerade gesehen, das waren doch über 100 Talentpunkte sogar. Oh Gott, ey, ich muss echt mich mal beeilen, weil Shulk... Ich muss von Shulk unbedingt den nächsten Zweig freischalten. Der ist nämlich fast komplett ausgemaxt. Das wäre ein bisschen schlimm, wenn ich da dann an meine Grenze kommen würde. Talenttechnisch. Oh, hi. Wo sind wir da denn reingeplatzt? Oh, ich halte mir 0, nichts auf. Kein Problem. Nichts leichter als das. Ihr könntet auch... Ah ja, sehr gut. Gerade als ich sage, wird's auch schon getoppelt. Einwandfrei. Dann mal hier ordentlich ausrasten. Backslash drauf. Und ich denke, sonderlich viel mehr fehlt da sowieso nicht. Es ist echt witzig. Ich meine, die sind da sogar ein bisschen hochstufiger. Haben aber trotzdem absolut nichts zu melden. Richtige Lappen sind das. Ah, Nummer 1 oder so, glaube ich. Gibt 2, oder? Ja, genau, wurde uns ja so markiert. Dann wollen wir doch mal weiterkommen. Warum auch immer Fiora in dieser Anlage mit drin ist? Ich meine, wir können natürlich auch noch weiter zum Erkonis vordringen. Aber diese Galahad-Festung scheint wohl sehr wichtig zu sein. Aber gut, ich meine, es ergibt Sinn, das ist ja irgendwo so der zentrale Punkt. Oh. Ein besonderer Gegner. Damit habe ich gerade gar nicht so sehr gerechnet, muss ich sagen. Nice. Machen wir so weiter. Oh mein Gott, das wird wieder ein Massaker. Ja, Mechon haben damit halt immer noch ihre größten Schwierigkeiten, wie ihr alle wisst. Und das reicht völlig zur Vorbereitung wahrscheinlich wieder. Das Ding bleibt eine ganze Weile liegen. Und das ist verdammt gut so. Bam. Haut alle drauf, Leute. Lasst es ordentlich krachen. Das macht Spaß, würde ich sagen. Ja, das können wir toppel locken hier ohne Probleme. Oh, langsam tun sie mir ja wirklich leid, muss ich sagen, wenn wir uns gar so mühelos hier durcharbeiten. Aber, tja. Sehr schön, ja, mal 20 Talentpunkte rausgeholt, so. Geht doch immer. Und die Harmoniemünze nehmen wir auch mit. Was haben wir denn hier? Rexnager, okay. Das könnte ganz gut sein für Ricky, sehen wir mal. Ja, Ricky könnte mal wieder was Neues brauchen. Ich mal nachgucken. Das ist der Rexnager, hat leider nur einen Sockel, das ist ein bisschen schade. Wir haben aktuell 3, also bleiben wir beim Eisenknirscher. 3 Sockel ist halt absolut Premium, besser geht's nicht. Das nimmt man natürlich immer besonders gerne.
Und es ist auch einfach mehr wert, den Sockel zu haben, oft. Aber da erzähle ich euch auch nichts Neues. Gehen wir weiter. Ne, ist echt krass. Ich meine, ich bin mit Toppelock früher nie so ausgerastet wie hier, aber du merkst einfach, dass das wirklich absolut krass ist und bei den Mekkon sowieso, weil was wollen die schon noch tun, wenn die ihre Anfälligkeit da haben, mit ihren 50% länger liegen bleiben? Das ist ja wirklich das Maß der Dinge. Da wird es keine bessere Strategie geben. Absolut nicht. Oh mein Gott, das ist einfach so krank. Guckt es euch an. Keiner hat noch eine Chance gegen uns. Wir metzen uns da einfach ganz entspannt durch. Immer diese ollen Wächter hier, meine Güte. Denkt ihr wirklich, ihr habt eine Chance gegen uns? Hier sind ein paar wütende Homs. Die wollen nur ihre Freundin zurück. Aber ihr seid ja zu blöd und sucht hier einen Streiter. Tja, euer Pech. Jetzt kehrt sich langsam hier alles um, ich sehe schon. Diese ganze Flüssigkeit, meine Güte, was ist das für eine Masse? Das Blut des Bayonnes. Klingt ganz schön eklig. Oh. Glorien Jurum. Hey, der ist zumindest derart hochstufig, dass er ein echtes Problem darstellen könnte. Weiß aber nicht, ob es da nicht ein zu großes Problem ist. Man sollte nie so weit hinterherhinken, wenn man nicht Nachtsicht hat. Ja, mit Nachtsicht ist okay. Kann man dann schon machen. Aber ohne Nachtsicht ist das ein bisschen heikel. Mission erfüllt. Sehr gut. Ich glaube, ich hole mal plus 1 raus bei allen, dass wir wenigstens Stufe 50 sind. Dann dürfte es nicht zu schlimm werden. This should prevent them from mobilizing any large Mekkon squads for now. Hopefully we've improved the Allied forces' chances. Hold steady, my brother. Ja, also auf jeden Fall eine gute Sache, wie gesagt, ne? Jetzt nicht unsere Hauptaufgabe, aber können so stolz auf sich sein. Gute Leistung. Und da unten einen besonderen Gegner, den kriegen wir uns auch gleich, aber wie gesagt, ich erhöhe mal auf Stufe 50 wenigstens. Dann ist das ein bisschen fairer. It looks like the door's been unlocked. Nice. Let's get down to the blast furnace. If we're lucky, Fiora might be down there. Wer weiß, wer weiß. Finden wir es raus. Genau, sie haben da unten jetzt diesen besonderen Gegner. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich dem so begegnen kann, wenn ich nicht einfach runterspringe. Wird wahrscheinlich am besten dafür geeignet sein, einfach runterspringen. Ich habe ja auch Schnellreisepunkte hier, genau. Den würden wir dann eh passieren. Ja, Leute, ich erhöhe mal auf Stufe 50 und dann haben wir vielleicht einen interessanten Fight vor uns. Sehen wir mal. Das können wir schon mal kurz mit reinholen hier. Kein Problem. Aber ansonsten sind unsere Trefferchancen wirklich absolut miserabel gegen den Typen und das muss jetzt auch nicht sein. Also haben sie es schon so gemacht, dass man hier gar nicht runter kann? Oder kann man sich so ein bisschen durchmogeln? Scheint fast so, oder? Das dürfte man das hier gar nicht. Gibt es irgendwo einen Punkt, wo ich runterspringen kann? Lass mal sehen. Moment. Momentchen. Besonderer Gegner. Den will ich mir noch krallen. Mensch. Jetzt lass mich doch mal machen hier. Nein. Da haben sie auch verhindert, dass man hoch kann. Okay. Dann ist das wohl einfach nicht gewollt so. Ach, wartet mal. Moment, was ist das hier? Selbstzerstörung. Kann in Notfällen die Turbinen sprengen. Die Vorrichtung muss erst entsichert werden. Oh. Diesen Selbstzerstörungsknopf haben wir schon mal gefunden. Das ist ja auch ganz nett. Warte mal, kann man von hier aus vielleicht? Ich meine, ist das ein bisschen höher? Nee, ist es auch nicht. Ich denke, wir kommen da schon irgendwie wieder dran, ne? Wahrscheinlich bin ich etwas zu voreilig. Vermutlich laufen wir da eh vorbei. Aber wenn wir schon dabei sind, dann macht das doch einfach darüber. Es geht, glaube ich, schneller. Bevor wir jetzt so ganz umständlich hier vorbei marschieren. Ja, wir müssen eh dann dort entlang. Das passt dann schon. Alles so hochtechnisch in letzter Zeit, aber das ist bei Mekkon wohl nicht verwunderlich. So die richtigen Highlights kommen da auch noch, ne? Ich meine, auch der Mekkon hat schon so ein bisschen was zu bieten. Wir haben ja noch lange nicht alles gesehen.
Und das ist auch schön so. Das Spiel hat noch einiges zu bieten. Puff, und das sind so voreilig wieder. Ich dachte schon wieder, ich wäre schon seitlich. Ach Gottchen, da brauche ich doch gar nichts mehr zu beachten. Manchmal schon traurig, dass ihr so wenig drauf habt. Goldkiste. Und wir konnten auch mal wieder besseres Equipment uns generell ausrüsten. Auf der anderen Seite kommen wir so wunderbar durch, ne? Das ist halt das andere. Ah ja, guck mal, hier kommen wir auf jeden Fall dann vorbei. Das sieht gut aus. Dann krallen wir uns diesen besonderen Gegner. Aber ich stelle die Zeit ein bisschen zurück. Es ist nämlich gerade Nacht geworden und wir haben ja aktuell noch das Sonnentalent drinnen. Das sollten wir auch nutzen, denke ich. Mal irgendwie so. Sollte schon Tag sein, das lohnt sich für uns. Verdammt, wollte ich gerade rufen, aber egal. Macht nichts. Jo, da können wir uns einen richtig heftigen Boss nochmal schnappen da drüben. Mal gucken, ob er so heftig ist. Wie gesagt, mit Mekon haben wir hier absolut keine Probleme derzeit. Okay, wie sieht's denn aus? Kann ich nicht mal darüber, wirklich? Doch, das geht, wunderbar. Sauber. Na dann. Let's go, oder? Krallen wir uns den Glorien Jurum. Und ihr fokussiert euch auch drauf, okay? Boah, es sind aber schon sehr viele hier. Muss man schon ein bisschen aufpassen. Also Leute, hoffen wir mal, dass wir damit durchkommen. Von wichtigen Sachen hat gleich nichts getroffen, aber sagen wir da, treffen passt alles, jo. Nice, ja, macht einfach so weiter. Ich denke, das ist immer noch besser. Oder bringen wir nochmal alle ins Schwanken da hinten, ne? Bisschen angeschwächt sind wir ja schon, ne? Das wäre schon, glaube ich, auch nicht unbedingt verkehrt. Muss ein bisschen nachdenken. Ah ja, macht erstmal das hier, das passt schon. Okay. Was ist los? Jetzt hauen sie irgendwas anderes raus. Todessäge. Oh, das Ding haut da richtig rein. Was ist denn das schon wieder hier? Geht daneben? Nee, geht's nicht. Ich dachte gerade, eventuell tut es das. Da ist wohl auf einmal Ryan derjenige, der das Ganze abbekommen soll. Und vergesst nicht, euch darauf zu fokussieren, bitte. Oh oh. Mach mal Shadow Eye rein. Das gefällt mir gerade nicht. Leute. Chain Attack. Ich heile mich mal erstmal selbst, bevor ich irgendwas anderes mache. Das ist mir jetzt doch etwas zu heikel geworden. Gefühlt. Yikes. Ja. Macht erstmal grüne Combo. Weiter. Sehr schön, da geht's auch weiter. Jetzt würde ich sagen, gehen wir auf Schaden. Mal ordentlich. Yo. Ja, das ist in Ordnung, aber trotzdem noch nicht so ganz ideal. Macht mal einen freien Kampf bitte, dass euch ein bisschen die Aggro verteilt. Ist nämlich nicht gerade so lustig, was hier gerade abgeht, meiner Meinung nach. Ich bin etwas unzufrieden gerade. Aber es sieht gut aus, ich habe ihn gleich und dann sollte der Rest, denke ich, auch kein Problem sein. Okay, okay, okay. Vorsicht. Oh, 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 nein, 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 nein. Nicht hier. Nicht an dem Punkt. Nein. Nein, nein, nein. Halt, machst du das? Oh mein Gott. Jetzt mach das bitte, okay? Holy moly. Runter damit. Dunburn. Und dann fokussiert euch irgendwie nochmal auf einen. Das gefällt mir einfach nicht. Ach, verdammt, nicht jeder hat nochmal Nado Enchant drauf. Aber das war ganz gut. Ist wieder einer erledigt worden. Oh oh. Wird doch nochmal heikel. Witzigerweise nicht der Boss selbst, aber da kommen so ein paar fiese Sachen auf uns zu. Das war jetzt sehr, sehr wichtig. Ich heile mich erstmal wieder selbst. Aber dich können wir gleich umboxen, kein Problem. Okay. Puh, meine Güte. Ja, da soll erstmal eine Weile liegen bleiben, bitte. Oh, verdammt, er hat Stacheln drauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das gefällt mir jetzt auch nicht besonders. Wirken die noch auf Unmacht?
gefällt mir einfach nicht. Oh. Mach mal Hitzeflimmern vielleicht. Warte mal. Ja, doch, mach Hitzeflimmern rein. Damit wir dann später wieder Gruppenleiste leicht sammeln können. Wird aber Zeit für einen Impuls, das sage ich euch. Also, schnell sein. Nein! So viel dazu, ich trottel. Das wollte ich jetzt überhaupt nicht. Oh nein! God damn it. Dabei war nicht mal der Boss selbst das Problem, weil ich glaube, er spawnt wahrscheinlich nicht direkt wieder danach. Das heißt, wir können dann so nochmal rein und dann sollte es keine Probleme geben. Ja, genau, das ist auch der Fall. Moment, stopp. Mein Anfangsruf gerade verbockt. Das geht so nicht, klar. Ja, wir hatten leider keine Verzauberung mehr drauf dann auch, ne? Das war auch das Problem. Weil wenn du dann wiederbelebst, dann ist erstmal die Aura wieder weg. Und das ist natürlich auch nicht so cool, wenn das dann passiert. Schulk, würdest du bitte keine Aggro ziehen? Okay, wir können auch da uns erstmal drauf fokussieren. Was zur Hölle? Was? Nein! Nein, das kann jetzt nicht dein Ernst sein, oder? Als ob ihr so das große Problem seid und nicht der Boss selbst. Oh, come on, wirklich? Was ist denn jetzt los? Oh Gott, das wollte ich jetzt auch nicht. Das war jetzt alles eigentlich gefailt gerade. Ja, Buckel hat gefailt, Alter. Das gibt's doch nicht. Mensch! Da haben wir den Boss so schön umgehauen. Aber die hinteren sind das Problem anscheinend. Das sind einfach doch ein bisschen zu viele, ne? Warte mal, wir können mal was anderes machen. Anlocken. Das gibt's nämlich auch noch. Ja. Und ist in dem Fall anscheinend auch ganz clever. Können wir das auf die Art und Weise machen. Brauch erstmal ein paar Punkte drauf, ja, damit wir Verzauberung halt machen können. Ist eindeutig etwas besser. Sonst ist es einfach zu viel des Guten. Jetzt ist der Boss nachgespawnt, wirklich? Dein Ernst? Aber egal, wir können dann da rein, so dass es trotzdem weniger zum Problem wird. Und diese M85 Zugführer, die haben eben anscheinend Stacheln auf Umwerfen und das ist ganz, ganz schlecht. Weil es einfach unsere Strategie, es ist kontraproduktiv für uns. Es bringt uns völlig durcheinander. Das ist ja auch das Hauptproblem. Ich denke mal, wenn die weg sind, dann ist das halt weniger das Problem. Weil seht ihr, es gibt auch das Anlocken hier und das kann man halt auch mal machen. Ist schon auch ganz nett, dass das geht. Und in dem Fall ist tatsächlich mal angebracht, dass man das auch nutzt. Man soll ja alles nutzen, was einem zur Verfügung gestellt wird. Und dann ist das natürlich ganz cool, wenn man das hier auch mal machen kann. Ich gehe jetzt extra nicht so sehr auf Positioning und so ein, weil ihr seht schon, also ihr könnt euch relativ leicht dann dazu bringen, dass es sich mit einmischen, worauf ich absolut keine Lust habe. Deswegen bin ich etwas vorsichtig gerade mit meinen Möglichkeiten hier. Wobei, wenn ich hier einen Schatterschlag reinhau, vielleicht reicht es, um den hinteren dann anzulocken. Nee, okay, nicht mal. Okay, alles klar. Hätte sein können. Jo, einfach ganz sachte durch hier. Dann sind die beiden schon mal weg, ne? Und so kann man eigentlich weitermachen. Jetzt darf ich Glorien Jurum nochmal besiegen. Egal. Soll auch nicht weiter wild sein. Fokussiert euch drauf, das passt schon. So, jetzt aber. Ganz klassisch. Genau. Wenn du mal auf dem Boden liegst, dann sollte es hoffentlich alles etwas einfacher wieder werden. Sehen wir mal. Sehr, sehr gut. Das sieht doch wunderbar aus. Hoffen wir, dass es so weitergeht. Okay, wollen sich ein bisschen umverteilen. Goddammit, nein. Das ist schlecht. Okay, das hat geholfen. Gut so. Warum liegt er denn da? Ah, okay. I see. Verflucht? Nein, Leute. Oh, wie ärgerlich. Wie ärgerlich, nein. Oh, genau jetzt, wo er wieder aufsteht. Das auch noch. Das ist hoffentlich auch kein Fehler. Okay, das sieht gut aus. Oh Gott, schnell drauf. Schnell drauf, Hilfe.
Gut so, okay. Macht's ja richtig spannend, meine Güte. So. Ist ja richtig wild gerade. Wir machen mal auf die Art und Weise weiter, nicht so ungut. Ist einfach gerade zu brisant. Komm, hol das Blütentanz. Dann droppt wahrscheinlich eine weitere Goldkiste hier einfach, wenn das so aussieht. Schon ziemlich lustig, ja. Aber 30 THP sind auch eine feine Sache. So, jetzt aber. Die Offensivwachen sind natürlich noch fällig. Mach mal ganz kurz das erstmal. Ich will jetzt nicht unbedingt wieder alles abbekommen. Ja, ihr haltet gar nicht so viel aus. Hätte vielleicht doch erst euch mit angreifen sollen, ganz im Ernst. Ach komm. All in. Bam. Nett, jetzt haben wir's. Guckt euch die beiden Goldkisten an, wie sie einfach ineinander liegen. Aber das hat doch wenigstens Bock gemacht. Ja, das muss man wirklich sagen. Das hat sich schon gelohnt irgendwie. So, was haben wir hier? Sternenstulpen. Und noch eine Schatzkiste mit der Knöchelramme. Vielleicht ist die besser. Sehen wir mal. Es hat sich irgendwie schon gelohnt, auch wenn wir jetzt ganz schön viel gekämpft haben gerade. Aber egal. Dafür ist der Rest hoffentlich ein Spaziergang. Sehen wir mal. Immerhin, hier gibt es einiges an Ätherkristallen. Also alleine dafür lohnt sich das sicherlich. Vor allem von verschiedenen Elementen. Da haben wir sicherlich später eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten, die wir mal abarbeiten können. Hier ist Erde und da hinten ist hoffentlich Wind. Wäre ein großer Fan von ein paar Windkristallen. Nein, sieht irgendwie nicht so aus. Das sieht nach Wasser wieder aus, oder? Schade. Aber da war ein besonders guter dabei. Das ist auch was wert. Okay. Wir mussten hier sogar durch, aber man könnte die auch einfach umgehen. Das ist, glaube ich, so das Wesentliche, was man machen könnte. Aber egal. Sattmacher. Dass man hier alles bekommt. Ich könnte gleich mal mein Collecticon noch mal ein bisschen auffüllen. Meine Güte, wir haben jetzt fast Stufe 51 erreicht in der kurzen Zeit. Das ist schon crazy, wie schnell das hier einfach geht. Werden die Erfahrungspunkte förmlich hinterhergeschmissen. Oh. Sieht auch übel aus. Mehr Gesichtsmeckern. Oder eher die Hüllen davon, ha? War schon unheimlich, hier durchzugehen. Denkt man, aktiviert sich vielleicht gleich was. Is that spear ones? Loads and loads of spear mekon. Oh oh. Na großartig. Na großartig. Reihe. Das ging ein bisschen plötzlich. Okay, here we go. Du brauchst Zeit, um Fiora zu überzeugen. Besiege Mekon in der Nähe, ohne dass Fiora dabei zu Schaden kommt. Och, meine Güte. Das wird jetzt lustig. Dann fokussiert euch immer schön. Ne? Immer schön den Fokus umlenken, dann passt das schon. Kriegt man das auch hin. Geht doch immer. Kann ich bitte keine Aggro ziehen? Das wäre ganz freundlich, danke. Oh, 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 oh. Ey. Typ, ne? Oh, bin ich jetzt gerade... Nein, ich bin nicht mit der Rückseite dran. Da flucht noch eins. Oh, come on. Wirklich die kleine Angriffskette. Ich meine, wir können auch so weitermachen, aber mir gefällt sowas immer gar nicht. Ist ätzend. Aua. Danke, ich bin sowieso schon fast erledigt. Großartig. Ich weiß nicht, gib mir mal einen Impuls zur Sicherheit drauf, nicht so ungut. Ah, verdammt, genau jetzt. Oh Gott, wirklich euer Ernst? Oh Mann, ey. Das ist anstrengend. Waren die ja wirklich so heftig? Das ist ja gruselig. Oh mein Gott, ich darf eigentlich gar nicht so viel Schaden machen, ganz im Ernst, weil ich auch schon wieder angeschwächt bin. Oh Gott, wirklich? Lichtbogen. Naja, es geht ja noch, ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, jetzt ist es so schlimm. Nein! Heiliges Kanonenrohr. Ach verdammt, die Verzauberung wirkt jetzt auch nicht mehr. Ja, ist so super. Top. Okay, cool. Nice. WTF, was geht denn hier drin ab? Warum seid ihr so verrückt drauf? What the hell? Was stimmt denn jetzt wieder nicht? Vielleicht sollte ich doch mein besseres Equipment anlegen, der war meint. Außerdem ist mein Talent... Oh Gott, er ist fast voll Hilfe. Ich habe Angst. Naja, okay, es dauert noch fast 700 Punkte. Ah, er ist fertig.
Kritische Treffer heilen in KP ist sogar sehr, sehr gut, was er jetzt drin hat. Das ist herausragend. Brauchen wir hier irgendwas eigentlich? Ich glaube, ich bleib erstmal bei Besonnenheit, oder? Ja, zusätzliche Blockrate zu haben ist nicht schlecht. Der Rest ist eigentlich ziemlicher Mist. Ich finde den größtenteils gar nicht mal so gut. Okay, wobei doch das hier ist ziemlich gut, ja. Also darauf könnten wir hinarbeiten. Doch, da stimme ich zu. Und du bist ja auch bald durch. Oh Gott, Hilfe. Aber wir rüsten mal bessere Sachen bitte aus. Ich glaube, das ist dann doch mal angebracht. Ja, da sind schon definitiv feinere Sachen dabei. Wobei, ihr habt wieder keine Sockelung oder so. Ach Gott, ey, jetzt geht das wieder los. Sternenrüstung, das ist auf jeden Fall ein nettes Teil. Wäre trotzdem besser, wenn vor allem meine Leute an der Front so etwas hätten. Ich nimm also mal das Tapfertop für dich und andere sollen das andere bekommen. Du hast jetzt Agi drin, dann ist auch in Ordnung. Dabei können wir bleiben. Also, kurze Anpassung für den Kampf hier. Sternenstulpen, Tapferhandschuh. Ja, Tapferhandschuh, du hast jetzt aktuell eine Ätherbarriere. Ist auch in Ordnung. Damit kann man auch was anfangen. Haben wir vielleicht eine bessere? Ich meine, diese Ätherbarriere ist schon etwas altmodisch. Hier vielleicht einfach Ätherabwehr. Ich denke, das gleicht sogar meistens etwas mehr aus, um ehrlich zu sein. Sternenleggings mit physischer Barriere. Count me in. Machen wir. Dann geht das doch in 0, nichts hier mal ganz anders zu. So. Stachelschutz hat er drin. Das ist in Ordnung. Das nehmen wir gerne. Dabei bleiben wir. Sauber. So, du, mein Freund. Was ist mit dir? Das Wolkenkatana ist an sich nicht so viel besser. Also, wir haben einen Sockel weniger. Das ist ein großer Verlust. Das ist Quatsch. Wir haben hier Sachen, die auf jeden Fall einiges mehr bringen, aber du hast jetzt aktuell dein Agi-Set und ich will nichts austauschen, was keine Sockel hat. Also das ist ziemlich doof. Hier die Sternenrüstung, aber die hat leider einiges an Gewicht drauf. Wobei er hat, glaube ich, ziemlich viel Gewichtsreduktion auch über seinen Pfad aktuell. Er ist so auf Gewicht 1, also ich glaube, damit sind wir immer noch gut genug mit dabei. Das passt schon fürs erste halt. Moment, ich habe gerade irgendeinen Agi-Kristall übersprungen. Ganz genau, da ist ja gerade ein 4er-Kristall schon drin. Was haben wir denn hier so alles? Da ist Stärke 3 drin, aber du hast Stärke 4 hier. Ja, ist nur schade, dass das Zeugs mehr wiegt. Das sollte es nicht unbedingt. Aber ich kann mal das hier nehmen. Das ist ein ganz guter Ausgleich, denke ich mal. Ich will nicht, dass das Zeugs zu viel wiegt. Aura Heilung kann er tendenziell aber auch nehmen. Habe ich auch nichts dagegen. Das ist für ihn tatsächlich ganz gut. Vor allem hat er jetzt auch den Crit Heal zusätzlich drin. Also er dürfte sogar einiges rausheilen können. Und da haben wir ein Agi-4 noch drin. Oh ja, das ist super. Das ist genau das, was er haben möchte. Das ist dann aber fast schon wieder zu viel Agi. Dann dürfen wir uns sogar was aussuchen. Oder wenn dann doch den Lautunterdrücker einfach rein, aber derart viel besser ist. Ja, ist in Ordnung. Dann sind wir da auf jeden Fall wieder besser aufgestellt. Und hier, ja, Knöchelramme ist zwar gut vom Schaden, aber ich nehme nichts, was so wenig Sockel dann hat. Das ist dann natürlich wiederum Quatsch, leider. Brauchst du irgendwie, ja, Max-KP ist auf jeden Fall Pflicht für einen Tank wie Ryan, der nicht unbedingt auf Ausweichen geht. Die Liga-Rüstung. Da mal das hier, das hat sofort Todresistenz, naja. Stärke hoch ist jetzt nicht super wichtig, ich meine, Dunbin kann auch Aggro ziehen. Das ist mir relativ egal, wie sich das verteilt. Hier, Stachelschutz rein bei den Sternenstulpen, auf jeden Fall, Leute. Dann sieht die Sache doch gleich ganz anders aus, also will ich doch wetten, dass das besser abläuft. Hier hat er sehr viel Ätherabwehr, aber nur minus 2 beim anderen. Einen Blutungsschutz brauchen wir nicht unbedingt, aber das andere ist auch unerheblich, also passt das. Das war auch nichts Wichtiges an sich. Das hier ist ordentlich viel besser. Aber Stachelschutz ist natürlich mega nice, also struggelt man da wieder so ein bisschen. Hier, guck mal, die Brandl-Stiefel, die sind zwar nur minimal besser, aber von mir aus. Dann nimm den Stachelschutz nochmal rein und dann geht hoffentlich die Party ab. Ich bin mal gespannt. Das sollte auf jeden Fall besser ablaufen, so. So, ich habe noch gar nichts von dem neuen Equipment angelegt. Da haben teilweise jetzt einfach mal Boosts von 40, 50 Punkten. Und das ist natürlich sehr viel. Ich bin jetzt einfach hier durchspaziert. Jetzt haben wir so das erste größere Problemchen. Neben dem Fight vorhin auch schon. Also, und vielleicht erstmal auf die Kleinen gehen. Wobei, das sind Verteidigungswächter, heißt es hier. Warte mal. Kann ich auch einfach so schützen? Ich weiß nicht. Ist der Kampf offiziell schon losgegangen? Oder kann ich euch jetzt einzeln anlocken? Das wäre ja auch ganz nett. Wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir nicht die Aggro ziehen. Das ist das Wichtigste eigentlich dabei. Und tatsächlich, man kann die anscheinend einzeln anlocken. Ich verstehe nur nicht, warum sie Schuld gerade nicht bewegen kann. WTF. Oh mein Gott. Was stimmt hier schon wieder nicht? Ich glaube, wir können, um den Kampf in die Länge zu ziehen, so ein bisschen, darum geht es ja eigentlich hier. Das ist ja eigentlich unsere Aufgabe, dass wir einfach so ein bisschen darauf achten, dass wir vielleicht auch ein Healing auspacken. Okay, cool, danke. Nett. Ich weiß auch nicht, warum Schuld schon wieder meint, er müsste auch so viel Aggro ziehen, wirklich. Ah, verflixt noch eins.
Ein Glück, dass ihr so gut eingespielt seid. Oh Gott. Oh Gott. Mech-Kombo 6. Das ist auch nicht lustig. Das haut ordentlich zu. Ja, den kriegen wir doch noch. Nein, das kann doch nicht sein. Nicht die Gesichtsnemesis angreifen. Hilfe. Das sollen wir ja gerade nicht tun. Oh Gott, Hochenergiekanone. Wow, das ist ziemlich wenig. Ja, werfen wir dich mal um. Und ich hoffe, ich kann mich danach noch kurz healen. Das wäre das Beste dabei. Komm schon. Sehr gut, okay. Ja, in dem Fall gehe ich lieber auf den Heal ganz im Ernst. Schulk kriegt mir schon wieder zu viel ab. Das gefällt mir nicht. Aber das Hitzeflimmer nochmal rein. Nicht zu vergessen, dass Dunben jetzt ja auch seinen Aura-Heal hat und seinen Crit-Heal. Also profitiert er ganz gut davon, ja. Oh, sehr schön, dass das hier sogar noch weitergeht. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Wenigstens mal eine schöne Angriffskette. Oh Gott. Puh, das war knapp. Hilfe. Zieh seine Death runter. Ist in Ordnung. Dann können wir ein bisschen mehr Damage machen. Was zur Hölle? Das hätte ich jetzt überhaupt nicht mehr erwartet. WTF. Okay. Das war eine nette Angriffskette. Das war mal richtig schön. Jetzt könnt ihr euch alle echt darauf fokussieren. So. Was kommt als nächstes? Sie macht einen Lichtbogen. Sollte nicht so schlimm sein, oder? Nee, die Fessel ist halt nervig. Also macht so weiter. Passt. Dann hoffen wir mal, dass wir noch mit Healing durchkommen auch. Aber Hauptsache, wir können das hier immer schön machen. Gut so. Ach ja, ich kann den Schwerterschlag sogar raushauen. Ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Dann können wir so neutral anknüpfen und dann brauchen wir wahrscheinlich gar nicht mehr so viel zu beachten. Das ist schon ziemlich nice. Ja, Weltenschlag, oder? Und da kannst du einfach das hier machen. Das wollte ich jetzt gar nicht, weil da hätten sie Fiora angegriffen. Ich will nicht so eine krasse Kombo da dran haben, vielleicht unbedingt. Da ist er, der Verteidigungswächter. Das müsste auch ganz gut so noch klappen. Eigentlich brauche ich die gar nicht mehr. Oh Gott, das war genau so getimt, dass es hier ganz gut geht. Komm schon. Mach das so einfach. Ja. Egal. Wir haben es geschafft. Wunderbar. Gut so. Ausgezeichnet. Stop! Don't you recognize Shulk? Fiora! Fiora, please! Don't you remember us at all? It's no use! Everyone, it's time to retreat! Got it. Understood. Move, Shulk! Yeah, I think so. What do we do now, Shulk? We ain't gonna last long here. Fiora! Try and remember! It's us! I pity you. Without the power of that sword, I doubt you would ever have made it this far. Apocrypha. Activate. What is? Huh? Wait, what's going on? What's happened to the Monado? Look out! Shulk! I'm... okay. Shulk, wait here. Fiora! Stop this right now!
How could you? Shulk came here to save you! Do you hear me? Fiora! You must run! Fiora! Fiora! Or whoever you are! Please, run! The machine is not under my control! Not under your control? Is it him? Most surprising. I admit, I never expected such resistance to becoming a fate. Egil! Fiora! What have you done to her? From the moment of their creation, all Mekon are mine to control. Should a passenger defy me, I force it to obey. Why make Homs into Mekon? Why are you making them attack Bionis? If you wish to know, you have only to submit yourself to me. All will become clear when you attack Bionis with a new body born of Mekonis. Never! Who would ever submit to you? Forget about him. We have to get out of here. But what about Fiora? If we die here today, she will be lost forever. Choose. I have rendered the Monado useless. You have no hope of victory or escape. You chunk of scrap! So it was you who did that to the Monado! The Monado is a tool that regulates the waves of the very ether from which the world is formed. Therefore, it can be counteracted simply by releasing opposing waves. But how can you? The questions end here. Hand over the Monado. After all, it is no longer of use to you. Never! If the Monado really is powerless, then why would you want it for yourself? I will never give it to you. Never! Then make your choice. Be crushed by my fist, or slain by your old friend. Egil! Oh Gott. Aber es ist eine interessante Schlussfolgerung von Shulk im Übrigen. Es ist ziemlich clever geschlussfolgert, ich meine. Selbstverständlich. Braucht er es ja anscheinend doch noch, ne? Also kann es ja nicht ganz nutzlos sein, streng genommen. Das war ja vielleicht gerade nicht, das war echt egal. Ach, er kann Zielzwang drauflegen, wie fies, ey. Wir müssen sie sogar angreifen. Ich kann gerade nicht das Ziel wechseln, falls sich jemand fragt. Und leider habe ich auch kein Enchant gerade. Ach, stimmt ja, richtig, das. Monado geht ja schließlich nicht, ne? Wahnsinn. Machen wir weiter. Oh mein Gott. Okay. Die habe ich nicht mal ganz geschafft. Oh mein Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass wir sogar so ausrasten werden mit dir. Das war nicht mein Ziel eigentlich, aber gut. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schlimm ist, wenn ich sie angreife, to be honest. Ich finde es nur gerade sehr lustig. Ah, okay. Beendet das jetzt, oder?
glaube, keine Ahnung. Bisher stehen wir noch alle. Machen wir so weiter? Können wir schon, oder? Das ging daneben. Verdammt, das ging schon wieder. Oh mein Gott. Und das, jetzt habe ich auch noch das hier. Meine Güte. Ja, da kann ich eh nichts machen. Ist ja schön, dass du noch Visionen hast. Bringt mir nur gar nichts. Leute, seid ihr noch on fire? Seid ihr noch dabei? Hilfe. Oh, verflixt. Jetzt hat die Gruppenleistung nicht erhöht. Kannst du bitte aufhören, mich zu fokussieren? Das wäre sehr freundlich. Können wir vielleicht bitte jetzt mal wieder durchkommen mit Schwanken und Umwerfen? Nachdem was vorhin zweimal nicht klappen wollte, was ziemlich doof war. Ach, ist sie jetzt generell immun dagegen oder was? Vorhin war sie nicht immun. Vorhin haben wir sie umgeboxt. Wie seltsam. Aber sie scheint auf einmal... Ach, warte mal. Sie hat ein paar Buffs drauf. Ihre Aura macht sie wahrscheinlich immun dagegen. Tja, hätte ich jetzt mal einen Monado-Fresser, könnte ich das ja machen. Warte mal, können wir die... Nee, können wir gerade auch nicht. Ich kann nur ein paar Debuffs reindrücken zusätzlich, das geht schon. Ich habe jetzt eigentlich nichts, um Stärkungen rauszunehmen, um ehrlich zu sein. Das ist ein bisschen doof. Ja, Monadoid erhalten, aber den kannst du jetzt nicht einsetzen, da ist jetzt diese blöde Aura drin. Was ein bisschen doof ist. Kann bitte deine Aura mal abgebaut werden? Das ist ultra nervig. WTF. Oh Gott, die ist einfach immer noch aktiv. Kannst du bitte... Oh mein Gott. Oh, wir haben noch eine offen. Wartet mal. Das machen wir kurz davor. Genau so machen wir das. So. Ja, deine Aura ist weg, endlich. Ich sehe es gerade. Das müsste jetzt wieder gehen, oder? Yes, sehr gut, okay. Danach sollte ich nur dringend healen, das wäre ziemlich wichtig. Okay, sie liegt wieder am Boden, ne? Wer ändert das jetzt? Ah, anscheinend, okay, alles klar. Mich schon gewundert. Wer hätte der Chain Attack vorhin? Wir konnten die sogar echt auch, hätten sie sogar ausschalten können. So krass war das. I cannot allow this. That boy is at risk. Shulk, don't let him die. Help Shulk. Help them. Who are you? This is the end. Heir to the Monado. Whoever you are, please lend me your strength. I won't let you do this. Fiora! How dare you defy me? Worthless machine! Fiora! Egil. No matter how much you yearn for revenge, I will not permit you to have your way. The Monado? But how? No, stop! Please, survive. Will you die for them? What is this? Fiora! Not good! Let's get out of here! Ah!
Fiora! Mein Gott, er ist lebensmüde geworden. Leute, das ist nicht gut. The power of that face. No, that is not possible. It cannot be. Wo soll das nur hinführen? Oh Gott. Beide abgestürzt. The fortress has collapsed? What of Melia? And Shulk? The observation was based solely on long-range intelligence. We cannot be any more specific. You don't need to worry about them. But... Take it easy. I've got a pretty good idea where they are. If you're gonna attack, you better do it now. Their fortress ain't completely destroyed. Or do we just sit here and wait to die? Shall I perform the divination ritual now? Forgive me, Seer. That will not be necessary. From now on, we will seize our destiny with our own hands. We don't need to see the future. The Mekon forces are on their way. No doubt about it. I like the look in your eye there, lad. It's time. This is war! Na, du scheinst ja recht begeistert davon zu sein, dafür, dass es Krieg ist. Aber gut, wie auch immer. Oh, Junge. Na, wo die jetzt wohl landen und was da noch übrig bleibt, sehen wir mal. Es bleibt immer noch spannend und nebenbei starten die mal ihren Krieg. Na, großartig, aber gut, wenn die Mekons schon hermarschieren, dann müssen sie logischerweise reagieren. Oh, Junge, ja, spitzt sich ein bisschen zu. Sehen wir, wie es weitergeht beim nächsten Mal. Bleibt dran, Leute. Bis bald.